Hi, hier ist Horst von flirtuniversity.de. Im folgenden Video möchte ich dir erklären, was für dich am allerrelevantesten ist, wenn du neue Menschen in deinem Leben kennenlernen willst und speziell, wenn du als Mann dafür sorgen willst, dass eine Frau in dein Leben tritt. Extrem wichtig ist es als Mann, dass man aktiv ist und aus sich herauskommt. Wenn man passiv ist, hat man oft keinen Erfolg. Deswegen brauchst du als Mann ein Jagdinstinkt. Du musst wirklich als Mann auch so selbstbewusst auftreten, auch Frauen gegenüber, dass du wirklich die für dich erobern willst. Und da brauchst du wirklich einfach auch einen gewissen Teil von Action. Also ich sage, das kann so ein Drittel sein, auch in einem Flirt, dass du erzählst ein Drittel von dir, zum Beispiel kleine Geschichten aus deinem Leben, die einfach interessant sind, du erzählst was über dich. Du hörst ein Drittel wirklich der Frau zu und hast wirklich auch großes Interesse an ihr, zu wissen, wer ist das, passt diese Person zu mir? Und ein Drittel, und das ist der Bereich, wo die meisten Männer versagen, das ist wirklich dabei in diesem letzten Drittel dann auch Action zu machen und dafür zu sorgen, dass man gewisse Schritte unternimmt, dass man die Frau bespaßt, dass man sie zum Lachen bringt, dass man wirklich präsent ist als Mann und auch als Mann zum Beispiel sehr direkt ist und die Richtung vorgibt. Unglaublich viele Frauen verlieben sich auch erst vielleicht ein bisschen nachträglich in Männer. Die finden die erstmal toll und nett und interessant. Und bei Frauen ist es wirklich wie so ein Knopf. Wenn der einmal aktiviert ist, das könnte mein potenzieller Partner sein, der ist immer nur in einem gewissen Zeitraum aktiviert, dann merkst du wirklich, dass eine Frau dann auch wirklich dich kennenlernen will und in dich rein investiert. Deswegen ist es ganz wichtig, diesen Knopf zu drücken. Wie du diesen Knopf drücken kannst, habe ich dir jetzt schon gesagt, dadurch, dass du dafür sorgst, dass du auch diesen Bereich von Action, von Selbsthandeln als Mann, der wirklich eine Frau erobern will und das ihr auch ganz klar zeigt und da auch ganz ehrlich ist. Das finde ich sehr wichtig, dass man, ich hatte auch immer selbst manchmal Probleme, dass ich mir gedacht habe, so, ach Mensch, gehst du jetzt wirklich auf die Frau zu? Ich habe zum Beispiel in einer sozialeren Situation irgendwie in einer Bar, du quatscht eigentlich mit Leuten und dann kommt da auf einmal sie daher. Und du denkst dir, wow, die ist der Hammer, dass du dann wirklich selbst aufspringst und riskierst, selbst zu scheitern, also dahin gehst. Und da ist wichtig, was man glaubt. Wenn man glaubt, das ist ein doofer Laden, das ist kein guter Abend, dann wirst du dahin gehen und wirst wahrscheinlich das auch erfahren. Wenn du aber eine positive Vorausahnung hast und sagst, deine Neugierde in dir spricht zum Beispiel, dieses Drittel, du willst wissen, wer sie ist, dann gehst du auf sie zu und denkst dir einfach, die Frau, die in meinem Umkreis ist, das könnte potenziell meine Traumpartnerin sein. Also find es heraus. Ich meine, du verschwendest einfach unglaublich viele Optionen in deinem Leben. Das Leben ist total voller Optionen und man muss sich eigentlich bewusst sein, dass den Weg, den man geht, dass es der richtige ist. So viele Menschen können potenziell in unser Leben treten und wir lassen eigentlich ganz viele Chancen den ganzen Tag immer wieder verstreichen. Das ist sehr, sehr schade. Zumindest sollte man wissen, wer so um einen herum ist. Deswegen gehst du da hin und hast erstmal eine gewisse Neugierde. Und auch ich kenne das. Dann sitzt man in der Bar und denkt darüber nach, gehe ich jetzt da hin und ich könnte eventuell scheitern. Aber das Leben ist viel zu kurz, um eine Angst davor zu haben. Deswegen habe ich mich entschieden und irgendwann gelernt, dass es viel besser ist, auch mal was zu versuchen und dazu zu stehen, was man macht. Und einfach dann auch in dem Moment einfach ganz aufrichtig und authentisch zu sein. Weil Frauen wollen an ganz vielen Punkten einfach auch nur Sicherheit spüren und spüren, dass du sie als Mann leiten und führen kannst und auch ein gewisses soziales Standing hast. Das gehört auch alles in diesen Bereich Action. Ich hoffe, du konntest einige Bereiche mitnehmen, wie du als Mann mehr Action machen kannst und dafür sorgst, dass du einfach vitaler wirkst in Flirts. Wenn du dabei weiterhin Hilfe brauchst, freue ich mich, wenn ich dich mit meinem Team unterstützen kann. Wir sind bei der Flirt University. Ja, ein ganzes Team, was dir da helfen soll, einfach mehr Erfolg mit deinem anderen, vielleicht potenziellen Traumpartnerin zu haben, die du vielleicht kennenlernen willst und auch wissen willst, wie du es anstellst, dann komm doch einfach zu uns ins Coaching. Oder ruf einfach die oben eingeblendete Nummer ein, wir beantworten dir gerne kostenfrei auch erstmal deine Fragen, um mit dir in Kontakt zu kommen. Oder wenn du magst, besuch doch einfach eine von unseren Konferenzen. Gut, wenn dir dieses Video gefallen hat, drücke Gefällt mir und schreibe vielleicht einen kurzen Kommentar, wenn du mal schon mal eine Situation hattest, in der du dich vielleicht etwas nicht getraut hast und nicht genau wusstest, solltest du jetzt gerade selbst Action machen und ist es okay quasi. Also was sind dir für krasse Stories in dem Bereich passiert? Wenn das Video für dich einen gewissen Mehrwert enthalten hat, das hoffe ich doch mal, ich gebe ja hier immer mein Bestes, dann
Klick doch einfach auf diesen Button Teilen und auf Teilen kannst du einfach das mit deinen Freunden teilen.